Hallo, meine Lieben, heute gibt es einen neuen Haul für euch. Ich habe hier wieder unsere Maxi Cosi Peppel voll mit Sachen. Ich habe jetzt ein bisschen geshoppt in der Zeit. Sehr viel für das neue Baby, weil er in fast gar nichts mehr reingepasst hat, was ich hier hatte. Und deswegen haben wir jetzt neue Sachen gekauft. Ein paar Sachen für Mel und ein paar Sachen für den Winter. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und dann let's go! Das erste ist für die Mel, das hat die Mel auch schon an. Das ist einmal ein Pullover von S. Oliver. Das ist dieser hier, der ist so rosa mit so kleinen Füßen drauf. Und da steht drauf: Just arrived, S. Oliver. Einfach so. Und eine Hose auch von S. Oliver, die ist so rosa und hat so kleine Schäfchen drauf. Die ist weiß mit Schäfchen drauf. Ja, auch von S. Oliver mit so rosa Bündchen. Voll süß. Dann gab es für Mel eine coole Jacke. Die ist von Loopy Lou, das heißt von Lidl. Und die ist so strick. Und ich wollte unbedingt eine Strickjacke für die Maus haben. Die ist jetzt für den Winter. Und die hat hier so coole Knöpfchen, eine zwei süße Täschchen und eine Mütze. Und ist so richtig schön rosa. Dann kam für Mel noch eine Mütze mit. Die ist selbst genäht, aber nicht von mir. Die habe ich gekauft. Auch für den Winter, weil die ist hier drin richtig schön gefüttert. Hier außen hat sie so einen Luftballon-Wolkenstoff und da kann man sie auch einmal so drehen. Und dann hat sie außen so einen rosanen Frottee-Stoff und zwei Bänzel. Aber die ist voll süß, weil die mit diesem Stoff finde ich das so süß. Dann haben wir zwei Wickelbodies mitgenommen von H&M, einmal in rosa. Einfach ganz normal rosa in Größe 56 sind die. Einmal rosa und einmal weiß gepunktet in rosa. Dann habe ich gekauft ein Nachtlicht, das sieht so aus und das leuchtet, wenn du es in die Steckdose steckst. Und wenn es dann dunkel wird, das merkt er hier und dann wird es heller. Desto dunkler es wird, desto heller wird das Licht. Das ist total cool. Davon habe ich zwei Stück gekauft. Dann fangen wir an mit den Wintersachen für das neue Baby. Das sind nämlich zwei Overalls von H&M. Einmal diesen hier. Ich glaube, den kennen ganz, ganz viele mit diesem Bommel hier dran. Total cool. Den hat er jetzt auch schon ganz, ganz oft an. Der passt perfekt. Das ist Größe 56. Der ist ja hier so gesteppt. Hat so hier einen weißen Rand mit so Sternchen. Und die Mütze ist auch komplett mit Sternchen. Und hat halt eine Zipfelmütze mit einem orangenbraunen, beigen Bommel dran. Wie gesagt, H&M in Größe 56. Und dann ein Overall, der ist ein bisschen wärmer, auch von H&M in Größe 50. Ja, aber so ein richtiger Winter-Overall. Da kann man so die Händchen so umklappen, wenn es zu kalt wird. Da hat er sozusagen Handschuhe an. Das kann man auch bei den Füßchen machen. Total cool und sehr praktisch. Der ist auch voll schön Braucht man gar keine so Vorspülung. meliert. Und man kann den so auf beiden Seiten aufmachen. Das heißt, man hat ganz viel Platz, das Kind Krass. reinzulegen und festzumachen. Dann gab es eine Jacke von Gap für das neue Baby. Und zwar ist die in Größe 0 bis 3 Monate, also 56-62. Ist hier in der Mütze so rot-weiß kariert. Und hier in diesen Buchstaben auch. Total cool. Hier wollte ich schon immer haben und die passt perfekt. Dann gab es ein H&M-Set und zwar dieses hier. Einmal mit diesem Body. Mom plus Dad gleich Me. Dann eine Mütze und die passende Hose natürlich. Das Ganze ist in 62. Ist etwas zu groß von der Mütze her, aber sonst passt es. Dann haben wir ein Name-It-Set gekauft. Das ist einmal dieser Pullover hier. Der ist richtig schön. Der ist so weiß-blau und hat Patches, ein Anker und der ist in Größe 56. Dazu gab es diese Hose hier, auch von Name It in 56. Die ist total leicht. Das ist so ein leichter, dünner Stoff. Und die ist in so Jeansfarben. Dann gab es für das Baby eine rot-weiße Mütze von Sterntal in Größe 37 bis 39. Die ist auch total süß. Hat mit so kleinen Öhrchen. Einfach eine Mütze. Dann gab es eine Latzhose von H&M in Größe 56. Die hat so einen braunen Kordstoff. Hat hier oben so eine Tasche, hier hinten so weiß, also innen drin so weiß, braun gestreift.
Und hinten hat die auch noch so kleine Taschen. Ganz süß. Dann haben wir Socken gekauft. Diese hier von H&M. I love Mom and Dad. Dann haben wir noch ein Halstuch gekauft. Ich mag diese hier von H&M total gern, weil die so fluffig sind und das sieht dann total schön aus bei den Babys. Das ist einfach so ein kleines graues Halstuch in Größe 50-56. Dann haben wir gekauft so kleine Strickschuhchen. Dazu haben wir schon die passende Wintermütze. Und jetzt habe ich die Schuhe gekauft. Die haben hier so ein Bündchen, das kann man auch noch so länger machen. Ist auch total praktisch. Und die sind in Größe 13 bis 15, also auch ganz, ganz klein. Passend für die Babys. Dann haben wir auch ein H&M-Set gekauft und zwar mit diesem Langarmbody. Der ist richtig, richtig schön in Größe 50. Der passenden Hose in Größe 56. Und ein Kurzarmbody in Größe 50 mit I Love Dad. Dann haben wir noch ein Body gekauft von H&M in Größe 50. Sieht so aus, ist so dunkelblau-weiß gestreift. Hat so einen Kragen in Jeansblau, eine Tasche und so kleine Knöpfchen. Dann haben wir noch einen rot-weiß gestreiften Body von H&M, auch in Größe 56. Der ist auch total süß. Der steht ihm ausgesprochen gut. Und dann haben wir noch einen grauen Wickelbody von H&M in Größe 50. Der passt auch perfekt. Also Wickelbodies passen im Moment am besten. So. Und dann gab es noch ein H&M-Set. Das hat der Kleine gerade an. Und zwar ist es ein Body von H&M. Mit so einer Fliege hier oben und so einem, also einer kleinen Weste und eine graue Hose. Richtig, richtig süß. Und passt perfekt, würde ich sagen. Ja, meine Lieben, dann war es auch schon. Das war unser Haul. Ich habe noch ein paar Sachen fürs Kinderzimmer gekauft, aber dazu kommt ein extra Haul, weil ich da noch ein paar andere Sachen erwarte. Und dann machen wir ein Kinderzimmer-Haul. Ich hoffe, da freut ihr euch auch drauf. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.